Guys, ich glaube tatsächlich, es wird Zeit. Es wird Zeit für unsere erste TOTK-Tierlist. Ich hab so Bock drauf, ne? Wir haben's, ist schon ein Weilchen her. Ich kann natürlich noch nicht alles machen, ne? Ich kann offensichtlich noch keine Waffen-Tierlist machen. Ich kann offensichtlich noch keine Gegner-Tierlist machen. Keine Boss-Tierlist, so. Weil, wie denn auch, ich habe noch nicht alle gesehen, so. Aber, was ich schon gesehen habe, sind inzwischen alle Sonar-Devices. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, ich kenne alle hiervon. Und das ist interessant. Es ist wieder super nerdig auf jeden Fall. Und ich hätte auch im Voraus gar nicht gedacht, dass es so eine große Rolle spielen wird. Aber tatsächlich, die ganzen Sonar-Geräte, diese ganzen Sonar-Bauteile, die sind cool. Sie sind sehr, sehr cool und die spielen im Spiel ja noch eine größere Rolle und sind doch wichtiger, als man ursprünglich gedacht hat. Deswegen machen wir jetzt einfach eine Tierlist hierzu. Wir fangen an mit dem Reisekochtopf und ich benutze den zu selten. Ich benutze den zu selten generell, was ich aber schon allgemein für alle sagen kann. Ich benutze die Teile zu selten, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, oh nein, die sind so wertvoll, obwohl man sie sich theoretisch immer wieder nachfarmen könnte. Aber ich bin doch irgendwie zu sparsam damit auf jeden Fall. Der Reisekochtopf ist eigentlich eine super geile Erfindung. Kann man halt nur einmal benutzen, aber halt, dass man unterwegs kochen kann. Beispielsweise, wenn man irgendwo in einer sehr heißen Region oder sehr kalten Region ist und sich einfach so denkt, fuck, keine Ahnung, ich brauche schnell was, um irgendwas essen zu können, so. Ich brauche schnell quasi, um irgendwie Hitzeschutz oder Kälteschutz zu kriegen. Es ist viel angenehmer, als sich zu teleportieren. Einfach auf der Stelle direkt einmal kurz kochen, irgend kurz Maxi-Shit kochen. Deswegen würde ich sagen, S-Tier ist es vielleicht nicht, aber es ist eine super praktische Erfindung. Und halt schade, dass es nur einmal funktioniert, aber an sich eine saugeile Erfindung. Deswegen würde ich sagen, A-Tier. Das ist doch gut, oder? Also als man das gesehen hat, dachte ich mir schon so, boah, danke, danke Nintendo. Das ist so viel angenehmer, als jedes Mal zu einem Stall zu reisen oder so eine Kacke. Weil sonst muss man echt zu einem Stall gehen. Deswegen, ich finde A schon sehr angemessen dafür. Dann haben wir den Flammenwerfer. Den kriegt man schon sehr, sehr früh im Spiel auf jeden Fall. Ist halt auch ganz praktisch so. Ist an einem Schild auf jeden Fall ganz witzig so. Quasi, man hält einfach den Schild hoch und verbrennt Gegner dabei so. Das ist schon cool. Aber auch da wieder das Problem bei solchen, bei vielen Sonar-Devices ist es einfach an einem Schild zum Beispiel, dass sie halt, dass man sie halt einfach mal kurz irgendwie benutzen kann. Oder man hält einfach den Schild nur hoch und es wird sofort aktiviert und man verbraucht quasi den Schild, ohne dass es der Plan war so. Und beim Flammenwerfer ist genau das Gleiche. Man will einfach nur ganz mal ein Schild rausholen und fängt automatisch an, Feuer zu speien. Das ist irgendwie so ein kleines Problem. Ansonsten an der Keule, so quasi so eine Flammenkeule, ist ganz cool, aber jetzt auch nicht so krass. Ist halt schon ganz nice, um Gegner anzuzünden. Ja, aber ich würde sagen, mit einem Frostwerfer zum Beispiel oder einem Blitzwerfer könnte es nicht mithalten. Würde ich sagen, B-Tier? Ist es B-Tier? Ich würde sagen, es ist schon A-Tier. Es ist schon krass auf jeden Fall. Ja, ihr sagt auch alle A oder B. Das ist in Ordnung. Dann können wir uns ja, mehr oder weniger darauf einigen. Das ist ja okay. Dann haben wir den Gleiter. Der Gleiter ist schwierig, ne? Der Gleiter an sich ist halt eine super geile Erfindung, super universell halt einfach. Man braucht den häufig. Deswegen würden wahrscheinlich jetzt erstmal alle natürlich S sagen so. Und das stimme ich auch irgendwo zu. Aber was ihr nicht vergessen dürft, der Gleiter despawnt nach einer Zeit, wenn man sich zu weit weg entfernt, also wenn man sich zu weit weg bewegt vom Spawnpunkt des Gleiters so. Und das ist sehr nervig. Dann außerdem, wenn man in der Luft ist und einen neuen Gleiter spawnen lassen möchte, man kann es irgendwie machen, aber es ist super schwer. Der hat ein paar Macken auf jeden Fall. Der Gleiter hat ein paar Macken und ist manchmal nicht so einfach zu kontrollieren. Und gerade ihn zu starten kann manchmal so ätzend sein. Aber an sich, dass man damit gleiten kann, ist halt trotzdem... Ihr habt schon recht, trotzdem S-Tier, würde ich sagen. Das ist schon S-Tier auf jeden Fall. Ventilator ist eigentlich auch so das universellste Gerät, um sich irgendwie voranzutreiben, ne? So, also auf... Bei einem Floß braucht man es, bei irgendwelchen Wegen braucht man es. Eigentlich auch safe S-Tier, ne? Das benutzt man am häufigsten wahrscheinlich. So, man kann damit einen Aufwind kreieren, ganz einfach. Essentiell für alles, genau. Deswegen kann man schon sagen S-Tier. Kann man, glaube ich, schon so festhalten. Heißluftballon, boah. Ist halt ganz nice, um nach oben zu kommen. Offensichtlich, ne? Was soll man eigentlich sonst machen, um nach oben zu kommen? Ja, stimmt. Was macht man eigentlich sonst, um straight nach oben zu kommen? Geht eigentlich nichts anderes, ne? Dann braucht man ihn eigentlich schon. Aber das Ding ist, es gibt nicht so viele Situationen, wo man straight nach oben steigen muss. Weil meistens kann man klettern. Manchmal kann man mit Deckensprung hoch. Manchmal kann man mit Bombensprung hoch. So, oder irgendeine Scheiße. Oder mit Raketenschild. Deswegen, es gibt nicht so viele Situationen, wo man den benutzen kann. Aber zum Beispiel, um zu den Irrschlössern hochzukommen. Habe ich auch schon eins gemacht und habe ich das auf jeden Fall gebraucht. Ja, okay, stimmt. Das Hoverbike gibt es auch noch. Da sind natürlich der Ventilator ist auch nochmal wichtig dafür, ist klar. Ja, er ist schon ganz cool. Aber das Ding ist, er funktioniert ja auch nicht alleine. Man braucht dazu noch einen Flammenwerfer oder irgendwas, um Feuer zu machen. Man braucht dazu auch noch irgendeine Plattform, auf der man stehen kann. Deswegen ist es nicht so. Ja, ich würde sagen B-Tier. Dann haben wir die normale Batterie, ne? Das ist die normale Batterie und das ist die Hochleistungsbatterie, genau. Normale Batterie, Classic halt einfach. Ne? Was soll ich sagen? Ist halt eine Batterie. Super wichtig. Kann man im Voraus schon halt planen, von wegen, yo, ich habe einen großen Flug vor mir so und den werde ich einfach brauchen. Perfekt, was will man mehr? Würde ich schon sagen, A-Tier. Ist schon relativ wertvoll auf jeden Fall. Aber ist halt auch nur ein netter Bonus, ne? Ich meine, man hat auch selbst Batterien und man kann auch die eigenen Batterien wieder auffüllen, halt durch Sonar-Energiesphären und sowas. Ich sag A-Tier. Dann haben wir den Laserwerfer. Boah, der Laserwerfer ist schwierig, ne? Der Laserwerfer ist wirklich schwierig. In Schreinen und sowas ist der super cool. Oder auch in auf so Geräten drauf, also zum Beispiel auf diesem zielsuchenden Ding ist der super cool drauf. Aber an einem Schild ist der fast eher nervig, weil man halt super schwer damit zielen kann. Und an einer Waffe sowieso. Also in der Waffe ist halt nicht sinnvoll, weil ein Laser sollte gerade ausschießen und sollte nicht überall umher und sowas. Aber man kann damit halt einen fucking Laserrang werfen, also einen Boomerang mit Laser.
Laser dran. Das ist halt schon ziemlich witzig. Ich würde sagen, das ist schon A-Tier. Das ist schon A-Tier eigentlich. Und ich glaube, wir müssen wieder natürlich innerhalb der Tierlist auch noch sortieren, ne? Ich würde sogar sagen, das ist das Coolste von A-Tier. So meine aktuelle Einschätzung. Dann haben wir die Hochleistungsbatterie. Die habe ich bis heute auch noch nie benutzt. Wisst ihr, was das für ein Volumen hat? Hat es das dreifache Volumen, das fünffache Volumen von einer normalen Batterie? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die hält ewig. Okay, krass. Ich habe die halt noch nie probiert, ne? Also offensichtlich hält die sehr lang so. Aber habe ich noch nie benutzt bisher. Und ist halt sehr, sehr wertvoll. Darf man nicht vergessen, ne? Zehnfach WTF kostet 100 Sonanium ein Autobild. Was? 100 Sonanium kostet die? Die hält 4 Minuten. Bitte was? Hängt davon ab, was für Geräte angeschlossen hast. Also wenn du einfach einen Ventilator angeschlossen hast, dann hält sie nicht 10 Minuten. Dann hält sie vielleicht 10 Minuten so. Oder 4 Minuten. Aber wenn du, was weiß ich, wenn du lauter Räder angeschlossen hast und sehr viele Dinge bewegen willst damit oder auch Flammenwerfer, Feuerwehr, also ganz Frostwerfer und sowas, dann hält er nicht so lang wahrscheinlich. Würde ich aber trotzdem sagen S-Tier, ne? Aber ist halt schon, scheint schon sehr wertvoll zu sein und sehr teuer zu sein. Ich pack's trotzdem auf S-Tier, weil es wahrscheinlich schon was Krasses ist so. Aber ich kann es wie gesagt nicht einschätzen. Ich kann es nicht einschätzen, weil ich sie noch nie selbst benutzt habe. Ich lasse jetzt einfach mal auf dem unteren S-Tier, okay? Dann haben wir hier das normale Rad. Ist halt für die ganz normalen Cards super, super wichtig auf jeden Fall. Ich kann aber noch nicht ganz den Unterschied nennen zwischen dem Rädchen hier und dem großen Rad. So, ich meine, das ist halt mehr ein Offroader auf jeden Fall. Aber die sind auch super praktisch. Ich arbeite fast mit denen hier noch ein bisschen lieber aus irgendeinem Grund. Rad, Average B. Ja, die fahren halt auch nicht so schnell, ne? Ich glaube, die fahren ein bisschen schneller, wenn es sein könnte. Aber ich glaube, die normalen Räder, die fahren jetzt nicht so schnell, aber sind halt gute Offroader. Man kann mit denen halt fahren, ja, aber ganz ehrlich, wenn man schnell vorankommen will, gibt es viel bessere Methoden auf jeden Fall. Also würde ich sagen, B-Tier kommt hier hin. Das kommt hier hin. Dann haben wir die Kanone. Die Kanone ist witzig. Ich würde sagen, die Kanone ist einfach witzig in erster Linie so. Aber viel bringen tut die ja auch nicht, ne? Also, die macht nicht viel Schaden. Das sieht halt cool aus so. Ist das A-Tier, ist das B-Tier so. An einem Schild ist halt schon witzig, ne? An einem Schild dran, auf den Gegner zu zielen, ist halt schon sehr witzig. Ganz ehrlich, es bringt nicht wirklich was. Und an einer Waffe sowieso eigentlich nicht, ne? Aber ich glaube, damit kann man sich auch relativ schnell selbst treffen. Das ist auch richtig, ja. Ich würde sagen B-Tier. So, oberes B-Tier, okay? Oberes B-Tier ist es fair, aber B wegen Bumm, ja? B wegen Bumm einfach. Dann haben wir hier den Transporter. Den benutze ich ganz gerne, wenn es bergab geht mit dem Croc zum Beispiel. Also wenn ein Croc irgendwie auf einer Erhöhung ist, damit einfach mal schnell runter zu düsen, so. Einfach noch mit dem Lenkelement. Aber ist halt, der fährt halt nicht von alleine, ne? Der fährt nicht von alleine, man muss noch einen Ventilator dran packen, damit der irgendwie schneller fährt. Und was man auch ganz gut, den kann man auch ganz gut nutzen, wenn man zum Beispiel eine Untersetzplattform für einen Heißluftballon braucht. Wenn man irgendwas braucht beim Heißluftballon, um sich draufzustellen, dann klebe ich meistens einen Heißluftballon auf diesen Transporter drauf. Das ist ganz praktisch dafür. Ist so ein Basic-Ding und B wie Basic, ihr wisst Bescheid, ne? Ich pack's einfach mal hier auf. Ich pack's hier hin, okay? Ich pack's sogar über den Dings. Ich pack's hier hin. Über den Heißluftballon, aber unter die Kanone. Das ist, glaube ich, fair. Oder unter den Gleiter, ja genau, oder unter den Gleiter zu packen, damit der Gleiter starten kann. Das ist auch ein Punkt. Habe ich bisher super wenig benutzt, so, aber ich weiß, es soll funktionieren. Das heißt Konstruktkopf, richtig? Das müsste der Konstruktkopf sein. Der ist auch krass, ne? Den habe ich selbst noch gar nicht benutzt bisher. Aber der soll schon sehr witzig sein. Also er zielt halt im Prinzip auf Gegner. Man kann quasi darauf einen Flammenwerfer oder einen Laserwerfer und so machen. Und er zielt dann quasi Gegner an. Kann sich aber nicht von selbst bewegen. Das ist schon an sich ein sehr, sehr cooles Feature auf jeden Fall. Aber es klingt schon sehr, sehr vielversprechend. Ich würde sagen, auch S-Tier ist das Innovativeres als die Hochleistungsbatterie. Deswegen würde ich sagen, hierhin. Ja, stimmt, der ist halt für Kampfroboter wichtig, ne? Wenn Leute Kampfroboter bauen, ist der halt. Also den kann man nicht auslassen dabei. Der ist super wichtig. Einfach genau ausgeglichen S, A und B-Tier. Wir haben noch gar nichts auf C und D. Ups. Frostwerfer ist wertvoller, würde ich sagen, als Flammenwerfer auf jeden Fall. Weil Gegner kann man einfach ganz, ganz kurz einfrieren. Und ja, Gegner kann man auch die ganze Zeit abbrennen. Man kann Gegner ganz lange abbrennen. Aber einfrieren kann man sie nur ganz, ganz kurz. Und dann haben sie quasi ihren Schaden gekriegt, so. Und einfrieren ist generell overpowerter als einfach halt anzünden. Anzünden ist cool und alles, aber einfrieren ist viel, viel besser. Ist viel, viel besser. Deswegen würde ich sagen, kommt leicht über den Feuerwerfer. Aber so ein Reisekochtopf ist dann doch praktischer irgendwie nochmal, ne? Wobei, wenn ich es mit dem Laserwerfer vergleiche, das ist auch nicht ganz gerecht eigentlich. Oh, schwierig. Ich glaube, ich mache es so. Passt auf. Ich glaube, der Reisekochtopf ist trotzdem noch besser. Aber der Laserwerfer ist nicht so cool wie der Frostwerfer. Ich sag's so. Ich sag sogar S-Tier. Nee, S-Tier finde ich nicht. S-Tier finde ich eigentlich nicht. Wenn alternativ kann man auch einfach eine fucking Eisfrucht auf den Boden schmeißen. Das friert auch alle Gegner ein. Also, es ist eigentlich. Man kann das schon ersetzen auf jeden Fall. Und so ein Reisekochtopf kann man nicht ersetzen. Muss man schon sagen. Dann haben wir hier den. Boah, wie heißt der? Dieser Staubsaugroboter. Ihr wisst schon, was ich meine. Homing Card. Wie heißt das auf Deutsch? Transporter. Der ist schon witzig. Es gab diesen einen Schrein. Der zielt auch auf Gegner. Ich weiß, der fährt auch auf Gegner zu. Das ist der Vorteil zum Konstruktkopf. Der fährt auf Gegner zu. Aber ist halt relativ langsam auf jeden Fall. Aber ist schon witzig. Wenn man den im Kampf im Prinzip an seiner Seite hat, ist das schon ganz praktisch. Mit Stacheln dran, mit, keine Ahnung, einem Laserwerfer dran, mit einer Kanone dran oder so eine Scheiße, dann ist das schon sehr lustig. Aber wirklich krass ist das eigentlich nicht, ne? Also, ist schon ein bisschen Quatsch eigentlich. Boah, ist schwierig mit dem. Ich würde sagen, der ist schon A-Tier eigentlich. Ich glaube, der ist schon A-Tier. Aber unteres A-Tier, oder? Weil ich glaube, da kann man kann damit echt geilen Scheiß machen. Ich benutze es nur bisher zu wenig. Und das trifft auch vieles hiervon zu. So, dann haben wir den Schwebestein. Kann man schon praktisch nutzen, ne? Also ich habe ihn vorhin mal benutzt, ganz kurz, um ein Thumbnail aufzunehmen. Ich habe das Ding einfach in die Luft geschossen quasi und habe mich dann hochgedingst, um von oben einen besseren Shot aufnehmen zu können. Aber man kommt halt damit schon theoretisch an Orte, wo man eigentlich nicht rankommen sollte, ne? Krass für den Dumpster-Schildtypen. Stimmt, oh mein Gott. Ja, Schwebeplattformen sind dafür voll gut eigentlich. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, stimmt, da ist was dran. Da ist definitiv was dran. Kann man an Pfeile machen, ich weiß. Man kann es an Pfeile machen, kann es nach oben schießen und kann damit Deckensprung
Sprünge nach oben springen. Ja, ja, ja. Ich sag trotzdem, ich glaube, ich sag zum ersten Mal C-Tier, weil es echt eigentlich unspektakulär ist. So, man, es ist schon ganz witzig so, aber halt auch alleine der Fakt, dass es Energie verbraucht, ist halt schon so, ne? Es hält nicht ewig halt, weil es Energie verbraucht. Und dann stürzt es einfach ab, dann hat es jeglichen Sinn verloren. Ich sag C-Tier. Ich sag C-Tier. Dann Wasserspender. Digga, Real Talk, wofür? Wofür braucht man den? Also, ja, du brauchst den, um auf Lava Steinplattformen spawnen zu lassen. Super. Wo braucht man das nochmal? Ach ja, nirgendwo. D-Tier. Sorry. Das ist komplett unnötig. Der ist komplett unnötig einfach. Ich meine, es ist cool, dass es den gibt irgendwie, aber kein Mensch braucht den. Kein Mensch braucht den. Und bevor jetzt kommt mit Abkühlen, wenn ich mich in der Wüste abkühlen möchte, kann ich entweder Silon benutzen oder ich zieh fucking Kleidung an oder ich schmeiß eine Eisfrucht oder eine Wasserfrucht auf den Boden, mach mich selbst nass einfach oder irgendwas. Das ist doch Quatsch. Hydrant, safe, das Uninteressanteste bisher. Safe Call, safe Call. Scheinwerfer. Wofür Scheinwerfer, Digga? Also wenn ich im Untergrund fahren möchte und einen Scheinwerfer brauche, dann baller ich eine große Dings, eine großen Leuchtsamen dran. Das ist doch scheiße unnötig. Wofür denn? Für den Untergrund. Ja, aber dann, ich habe Leuchtsamen. Kann ich ans Kart dran klatschen? Ist auch groß. So, reicht locker. Spiegel ist halt für Schreien und Rätsel sehr wichtig, ne? Ich meine, man kann damit Gegner blenden und das ist witzig, aber es ist eigentlich zu umständlich, weil man braucht halt jedes Mal Sonne dafür und wenn man Gegner blenden möchte, kann man auch einfach Funkelfrucht. Zack, ganz einfach. Kann man auch schmeißen, muss man nicht mal einen Pfeil dran machen. Ganz easy. Ich würde sagen, zählt hier. Und man kann damit nicht surfen. Wenn man ein Schild dran hat, kann man nicht surfen. Rakete! Rakete. Was soll ich dazu sagen, ne? Was soll ich dazu sagen? Was soll ich zur Rakete sagen? Wahrscheinlich mein absolutes Lieblingsding. Vielleicht mein Lieblingsding, ich weiß nicht. Ist sogar auf Nummer 1. Ich glaube sogar auf Nummer 1, oder? Ist halt Revalis Sturm im Prinzip, ja. Ist Revalis Sturm. Man kann sie an ein Schild dran machen. Man kann jedem Gefährter mit den Ultra-Turbo-Start geben. Man kann eine super starke Keule damit machen. Die macht 10 Schaden aus irgendeinem Grund, wenn man sie an der Waffe dran macht. Man kann damit Raketenpfeile machen, die ich auch nie benutze, weil sie viel zu wertvoll sind eigentlich. Aber man kann damit im Prinzip sehr schnelle Pfeile schießen so. Raketen sind krass. Raketen sind geisteskrank. Und dafür sind sie nicht zu teuer. Man kriegt die echt an vielen Stellen auf jeden Fall. Und das ist halt geil. Das ist halt echt geil. So, dann haben wir den Blitzwerfer. Ich würde sagen, der ist zwischen Frost und Dingswerfer, oder? Ich würde sagen, der ist zwischen Frost und Laserwerfer. Kommt das hin? Ist okay, oder? Ist er besser oder schlechter als der Laserwerfer? Das ist die einzige Frage, die ich habe. Ja, die Range ist halt scheiße und Laserwerfer ist halt unendlich. Hat halt echt unendliche Range im Prinzip. Ja, ich glaube auch, hinter Laserwerfer ist sinnvoll. Hinter Laserwerfer dürfte sinnvoll sein. Dann haben wir den Schlitten. Der Schlitten ist halt cool, glaube ich, im Sand zu surfen und halt auf Schnee. Was man aber auch machen kann, was halt auch sehr, sehr einfach ist, ist, man kann einfach super leicht Eisschollen spawnen lassen. Also im Prinzip einfach auf Wasser eine Eisfrucht draufschmeißen oder, was kann man noch machen? Es gibt mehrere Methoden, um das zu machen quasi. Und auf Eisschollen surfen ist auch sehr, sehr praktisch. Vor allem dann geht das Schild nicht kaputt davon. Also man kann sein Schild quasi damit schonen und gleitet auch richtig gut. Deswegen, der lässt sich schon ersetzen auf jeden Fall. Ist schlechter definitiv als der Transporter, weil den Schlitten kann man nicht so gut auf normalem Untergrund benutzen. Also quasi auf normalem Boden benutzen. Ich würde sagen, so unteres Beet hier. So hier, oder? Ich glaube, hier ist in Ordnung. Dann haben wir das Rädchen. Das Rädchen ist schneller als das normale Rad, aber nicht so Offroad-mäßig, sondern damit kann man im Prinzip nur gerade fahren und kommt gar nicht woanders hoch. Aber trotzdem, das ist schon cool. Das Rädchen ist schon ziemlich cool auf jeden Fall. Fährt sehr schnell. Sieht stylisch aus auch, muss man auch mal ganz klar hervorheben, so, ne? Würde ich sagen, ist sogar Art hier bei mir. Das Rädchen kommt so hierhin ungefähr. Ich glaube, hierhin kommt das, ja. Nee, ich denke, hier ist angemessen. Ich glaube, hier ist schon ganz sinnvoll. Dann haben wir das Trampolin. Will ich dazu irgendwas sagen? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Ich hasse dieses Trampolin aus irgendeinem Grund. Das ist so eine Scheiße. Ohne Scheiß. Die Sprungfeder ist so ein Müll. Also könnt ihr mir bitte erklären, was ich daran falsch mache? Ich verstehe die einfach bis heute nicht, ne? Ich meine, ja, man kann damit einen Dingssprung machen, okay. Man kann damit einen Sprung machen, also einen Schildsprung und damit halt hochspringen so, ohne dass der Schild Schaden nimmt davon, okay, gut. Dann ist es halt auch direkt wieder kaputt. Und wofür soll man das denn sonst benutzen, bitte? Ich verstehe es manchmal nicht ganz. Man muss so komplexe Konstrukte damit bauen. Okay, ich sehe ein, es ist mindestens C-Tier. Man kann es öfter benutzen, auf jeden Fall, als einen Scheinwerfer und als einen fucking Hydranten so. Aber ich mag es trotzdem nicht, damit zu arbeiten. Das ist einfach nervig. Und es funktioniert komisch so. Was für ein Trampolin muss man bitte aktivieren, erst damit es Sprungphysik hat? Das ist doch so komisch einfach. Weil Stapeln besser als Revalis Sturm. Echt, ist es so? Hast du mal einen gegnerischen Angriff geblockt? Ich glaube, dann verliert der Gegner die Waffen, kann das sein? Ich glaube, er verliert dann die Waffe. Oder was passiert dann? Wird er weggeschleudert? Ich weiß gar nicht. Ja, vielleicht muss ich damit mehr rumexperimentieren. Das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Vielleicht muss ich das nochmal irgendwie auch mal genau unter die Lupe nehmen. Das könnte tatsächlich sein. Ich sag hier trotzdem. Ich sag so hier, okay? Zwischen Schwebestein und Spiegel. Ich glaube, das ist gut. Dann haben wir das Stehaufmännchen. Wozu? Jetzt mal im Ernst, wozu? Katapult? Ist einfach ein Katapult so, aber das braucht man noch nie wieder, oder? Bei Kampfrobotern, bei Flugmaschinen ist es mega nice, okay? Krass, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber anscheinend, ihr feiert es ein bisschen, ne? Wenn ich so in den Chat gucke, ich sehe viel A, viel B. Ja, und dann halt, ja, vielleicht kann man das echt benutzen. Vielleicht kann man das echt für mehr benutzen. Bei Gefährt ohne Gleichgewicht ist es hilfreich. Ich kann es mir schon vorstellen, ja, aber muss ich nochmal austesten auf jeden Fall. Aber an sich, warum kann man eigentlich Birk da nicht jedes Mal so ein Ding geben? Einfach Birk da, Junge, macht das an ein Schild drauf, dann steht das Schild schon. Das ist dann steht dein Schild. Wäre doch easy, oder? Ja, ich probiere damit mal mehr rum. Ich sag mal, es ist so unteres B hier einfach, okay? Weil ich es noch nicht kenne. Ich habe mir keine richtige Meinung dazu, deswegen ist es so bei B basic. Aber ich kann es auch nicht besser werten als irgendwas anderes. Dann haben wir die Pfosten. Die Pfosten waren am
Anfang ultra verwirrend einfach. Ich habe die gar nicht gecheckt, was damit abgeht. Aber es hieß ja jetzt schon, man kann damit bei Birk da anscheinend cheaten, mehr oder weniger. Ansonsten habe ich nicht wirklich einen Nutzen dafür gefunden bisher. Ich habe mein Hoverboard darauf gebaut, aber dann habe ich eigentlich Scheiße damit gebaut. Das war auch nicht so klug, das zu machen. Ja, also Pfosten weiß ich echt nicht so richtig, ne? Die machen Musik. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Man kann damit Musik machen. Tatsächlich wie ein Mario Maker, so ein bisschen mit den Notenblöcken, dass man die auch auf verschiedenen Höhen platzieren kann. Dann macht die verschiedene Töne. Ja, also ich muss damit noch warm werden. Also auf jeden Fall, die brauchen sehr lang, um die zu verstehen und halt damit arbeiten zu können, so. Das sind auch, glaube ich, die einzigen Dinge, die gar keine... Wobei, nee, viele verbrauchen keine Energie, ne? Aber die verbrauchen auch keine Energie. So, das ist auch sehr interessant. Ich sag mal hier, oder? Übers Rädchen. Übers Rad, oder Rad heißt es, glaube ich, ne? Übers Rad packe ich es einfach mal. Aber ist auch mehr so geraten. Ich kann es wirklich nicht so genau sagen. Okay, Steuerelement oder Lenkelement, Junge, keine Frage. Super wichtig. Sonst könnte man gar kein Kart bauen im Prinzip. Es ist super essentiell für alles eigentlich. Auch total unlogisch, dass man es einfach an alles dran klatschen kann. Und ja, okay, du kannst es jetzt lenken. So, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es geht halt einfach. Selbst die Gleiter, man kann es für alles benutzen einfach. Deswegen würde ich sagen, ein Lenkelement ist Pflicht eigentlich. Also wirklich jetzt mal. Boah, hierhin. Ich glaube, auf Platz 2. Ich glaube, es kommt auf Platz 2. Den Gleiter kann man auch ohne benutzen, auf jeden Fall. Aber mit Ding ist halt viel praktischer. Und alleine bringt es halt nichts, muss man auch dazu sagen. Ne? Ein Lenkelement alleine ist komplett useless. Im Gegensatz zu einer Rakete oder einem Gleiter. Ich sag, das ist gut. Diese drei Dinge, mit den drei Dingen kann man so viel anstellen. Ne? Mit den dreien hier einfach. Oder mit den vieren. Junge, Junge, Junge. Und last but not least haben wir die Zeitbombe, die ich viel zu selten benutze einfach. Man kann mit Zeitbomben einen Windbombenersatz machen. Ernsthaft jetzt mal. Geht das wirklich? Funktioniert wie Bombensprung. Man kann mit Zeitbomben auch einen Bombensprung machen, echt. Ich kann mit denen nicht so viel anfangen irgendwie. Also ich weiß nicht, wofür man die richtig benutzen soll. Also wirklich jetzt mal, wofür braucht man die? Also ich weiß nicht, ja, wenn ein Bombensprung damit funktioniert, okay, cool, muss ich mal machen, weil Donnerblumen sind echt zu teuer, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber mich nervt halt diese Verzögerung. Man kann auch in Höhlen nicht wirklich damit arbeiten, weil wenn man es an eine Höhlenwand schmeißt, dann rollt die meistens einen entgegen so und dann tötet man sich selbst damit so. Ja, also... Das kann man mit einer Donnerblume auf gar keinen Fall mithalten, so, ne? Das kann man mit einer Donnerblume echt nicht mithalten. Ist das auch wieder so ein B-Tier-Kandidat, C-Tier? Ich würde tatsächlich eher C-Tier sagen, weil ich weiß nicht, wo es der Donnerblume voraus sein soll. Ich sag sogar hier. Ich sag sogar unter der Sprungfeder, auch wenn ich die vorhin echt gehatet habe. Damit kann man arbeiten, oder? Ich glaube, damit kann man arbeiten. Damit sind wir zufrieden. Top.